Hallo und willkommen zu einem kleinen Fall Guys Video heute, aber alleine. Ja Leute, es ist eine Weile her. Das hat diesmal tatsächlich auch einen besseren Grund als Schule, denn im Moment habe ich noch Ferien für 2 Tage. Naja, wenn das Video rauskommt, irgendwie nur noch einen halben Tag, aber egal Leute. Die letzten 2 Tage muss ich genießen, aber ja, es ist gerade Wochenende und ich habe den Sprung verkackt. Menno. Also ja, der Grund, tatsächlich mal rechtliches. Keine Sorge, ich wurde nicht irgendwie von einem Anwalt angeschrieben oder so. Aber ich habe die letzten Fall Guys Videos ohne Ton aufgenommen. Also ich habe sie mit Ton aufgenommen, aber halt ohne Musik. Weil ich die nachträglich reinmachen wollte, weil es halt geräuschtechnisch, also einfach damit ich den Sound besser anpassen kann und damit es dann bei Cuts nicht so bescheuert klingt. Deswegen versuche ich auch Cuts jetzt zu vermeiden. Aber hat ja in den letzten Videos gut geklappt. Also ja, ich wollte dann die Musik manuell runterlegen. Aber, wie scheint, ist das nicht erlaubt. Das wusste ich vorher nicht. Und ich habe es dann halt herausgefunden, dass ich den Soundtrack einfach so hier reinlegen darf. Ich habe sogar den Fall Guys Support selber angeschrieben. Und da hat mir jemand zurückgeschrieben. Und hat dann so gesagt, so, hey, ja, coolen Kanal, den du da hast. Aber, ja, du darfst es dann nicht als Tonspur runterlegen, aber du kannst gerne die Musik im Video weiter drin lassen. Also waren 3 Videos, die ich mit dem Legabo aufgenommen habe, jetzt halt weg. Das ist nicht so toll. Vor allem, weil ich in einem der Videos gewonnen habe. Das ist voll kacke. Ich kann euch da mal kurz was zu einblenden, aber Leute, seid gewarnt, es ist halt keine Musik drin. Ich will gewinnen. Ah, wie wurde ich denn jetzt umgekickt? Junge, das Einhorn, das muss ich aus Thumbnail packen. Er wurde bei mir volle Kanne erwischt. Und jut. Ways to die. Huh, das war früh. Das ewige Finale. Aber echt. Junge, ich kann aber AFK stehen. Wir haben beide gewonnen! Ja! Hä? Ja! Wie Nö, geil! Hast du gewonnen. Ja, ich habe bei mir auch gewonnen, aber wir haben jetzt beide gewonnen. Er ist nicht ausgeschieden, glaube ich. Ey, wie geil! Vielleicht ist er rausgegangen, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, das war jetzt dieser typische Win, dass wir beide gewonnen haben. Ey, wie geil, Leute! 2. Win ever. Ey, und das 100. Auf der Aufnahme. Alter, perfekt. Boah, 1 Krone, 1100 Kudos und 300 Erfahrung. Ich hab 2000. Alter, Junge, dieser Ninja-Skin, ne? Jeder hat den jetzt, der ist so verdammt cool. Also ja, ihr habt gesehen, ich habe gewonnen. Das war natürlich... Ah! Wow! Das habe ich noch nie so in der Weise verkackt. Wow. Also der Ninja-Skin, der ist leider ziemlich teuer. Kann ich mir nicht leisten. Ich will mir lieber das Unterteil von dem Eulen-Skin holen, den ich glaube ich auch beim Win drin hatte. Aber jetzt gerade habe ich einen anderen Skin drin, nämlich den Zauberer-Skin, der im Skin-Pack drin ist, das zur neuen Season erschienen ist. Das Skinpack fand ich nämlich ziemlich cool. Es gibt auch noch andere Skins drin. Bitte, 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 Sam, ich schaff das rein. Aber den Skin fand ich am witzigsten. Oh, ich glaube, ich war letzter. Ach du Kacke. Also ja, ich habe mir das Skinpack geholt. Das kostet nur 5 Euro. Das ist eigentlich ziemlich nice. Da sieht man auch noch einen anderen Zauberer. Man sieht nur einen anderen Zauberer, ne? Ja, sonst ist hier niemand anderes. Da ist noch ein Drache und so ein Paladin drin. Aber der Zauberer ist einfach am witzigsten. Passt zu mir. Leute, mir gehen gleich News aus. Beziehungsweise, nein, die News gehen mir nicht aus. Die Fall Guys Runden gehen mir gerade aus. Im Sinne von, ich bin jetzt schon hier in der 3. Runde. Und ich habe noch nicht alles erzählt. So, nächste News. Ich habe jetzt endlich meinen Xbox-Controller. Ich weiß, ich habe gesagt, der kommt erst am 12. November. Auch genau in der Betonung. Aber scheinbar nicht. Denn das ist so ein Design Lab Controller, also der ist customized gewesen und limitiert. Deswegen habe ich den halt vorbestellt. Kann mal ein Bild von ihm einblenden. Sieht ziemlich nice aus, wie ich finde. Und ja, da stand halt, dass der erst am 12. November lieferbar ist, aber der kam jetzt vor ein paar Tagen an. Und seitdem benutze ich den. Und nächste News, ich habe Monster Hunter World. Falls jemand von euch Monster Hunter spielt, fragt euch jetzt wahrscheinlich so, hast du schon mal ein Monster Hunter Spiel gespielt? Ist ja eigentlich recht komplexe Reihe. Aber Monster Hunter World ist ja auch ein guter Einsteigerteil. Ja,
falls ihr keine Ahnung von Monster Hunter habt, ich bin raus. Oh, schade. Also, falls ihr keine Ahnung von Monster Hunter habt, das ist eine Spielreihe, in der man halt Monster jagt, das sagt der Titel ja auch schon. Und ja, die ist halt verdammt komplex gewesen. Die ist immer noch komplex, aber so komplex gewesen, dass das Spiel nicht alles erklären konnte. Und ich glaube, das hat es auch gar nicht erst versucht. Also man musste das Spiel richtig leben, um es zu verstehen. Mit Monster Hunter World ist halt jetzt ein einsteigerfreundlicher Teil gekommen, der einem Tutorials und was auch immer bietet. Und den habe ich jetzt mir vor kurzem geholt. Ich weiß, der ist fast 3 Jahre alt, aber trotzdem, Leute. Jetzt habe ich die News mitbekommen, dass Monster Hunter Rise halt demnächst für die Switch kommt. Und weil ich mir den holen wollte, dachte ich mir, ja, warum holst du den mal nicht Monster Hunter World? Dann bist du endlich mal in der Spielreihe drin. Und das Spiel macht mir auf jeden Fall sehr Spaß. Ich spiele das mit dem Controller. Und habe mittlerweile so 10 Stunden Spielzeit. Und Junge, das Skin ist wirklich cool. Vor allem das Katana, das da hinten drauf hat. Na, ja, ein bisschen komische Textur, die da sein Umhang oder was auch immer der hat da. Hat. Aber sieht eigentlich ganz süß aus. Shop ist ziemlich langweilig mit Ausnahme dieses Skins. Falls ihr dazu mal ein Video sehen wollt, lasst es mich wissen. Let's Play eher nicht, denn dann wären 10 Stunden Fortschritt von mir weg. Also wäre nicht weg, aber dann müsste ich halt nochmal neu anfangen. Ich kann mir neue Spielstände machen. Und das will ich aber gar nicht, aber da kann man auch eine süße kleine Katze haben. Und ja, das war's eigentlich von der News. Jut, jut. Oh mein Gott. Gut, dass da eine unsichtbare Wand ist. Sonst würde ich, glaube ich, ein bisschen drauf gehen. Also ja, die letzte nicht so wichtige News. Ich habe ja in meinem Comeback-Video gesagt, also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Link in der Infokarte. Ja, da habe ich gesagt, dass ich neue Formate ausprobieren will. Und ich ein Gaming-News-Format in Betracht ziehe. Und da gibt es halt die YouTuber, die Gaming-Clerks. Wird vom Chef von Malta nativ geleitet, falls ihr den kennt. Also dürfte es bekannter sein als die Gaming Clerks selber. Deswegen sage ich das. Und ja, ich habe die angeschrieben, sie haben aber nicht geantwortet. Wow, der Fall Guys Support antwortet mir, aber die nicht, oder was? Das ist ein bisschen komisch. Naja, egal. Also ja, vor allem der Kommentar hat sogar 20 Likes bekommen. Ein bisschen blöd. Aber ja, ich habe gefragt, wie man die Rechte an sowas bekommt. Falls ihr das wisst, lasst es mich bitte wissen. Ich kann ja auch einfach mal irgendwie auf dem... Ich kann ja mal nach einem YouTube-Video für sowas schauen, falls es das gibt. Und wieso hat der so einen Wolf-Skin? War der mal im Shop? Das sieht cool aus. Das ist ja nicht der Wolf-Skin, den man standardmäßig hat. Sorry im Übrigen, wenn die Controller-Sounds zu laut sind oder sowas. Das wird mir ein bisschen leid tun, Leute. Eigentlich würde mir das nicht so leid tun. Naja, egal. Da laufen wir einfach mal gegen. Die Leute unterschätzen immer, wie anstrengend es eigentlich sein kann, YouTuber zu sein. Also man muss jede Aufnahme machen im Gedanken, dass sie vielleicht nicht gebrauchbar ist. Weil entweder aus Versehen irgendwas falsch eingestellt wurde, obwohl man es überprüft hat, das passiert jedem. Oder halt irgendwas rechtliches oder was auch immer. Wenn Epidemic Sound dann ein Video claimt, das passiert. Nur 15 Leute, die auf der linken Seite sind, viel schneller. Bitte, ich will rein. Ja, ich komm rein. Ja, danke. Und man lebt halt mit konstantem Stress. Also ich meine, das mit dem Stress habe ich noch nicht. Ich meine, ich bin noch nicht groß genug dafür. Ich meine, es gibt Leute mit 4 Millionen Abonnenten. Nicht mit 4 Millionen. Doch, mit 4 Millionen Abonnenten, die sich weniger Mühe geben als ich. Das ist ein bisschen traurig. Und diese Leute leben dann irgendwie in Dubai in einer riesigen Villa mit einer sehr unsympathischen Freundin. Ja, das wird wohl nicht existieren. Das gibt's nicht, Leute. Und der eine, der da hinten steht. So, Leute, ich lasse euch mal machen. Irgendwie ist die neue Version voll kacke. Ich weiß nicht warum. Seitdem die Texturen geändert haben. Ach du Scheiße. Lol, nein! Ach, ich hasse euch alle. Seitdem wir die Texturen geändert haben, ist das alles blöd. Och Menno, Leute, da bin ich. Und da falle ich gleich runter. Menno. Yay, Leute, wir haben eine Krone bekommen. Das heißt, wenn jetzt das Unterteil vom hier von der Taube reinkommt, dann können wir uns das gönnen. Von der Taube, von der Eule. Also,
Die war ja auch im Clip drin, den ich euch gezeigt habe. Falls ich euch einen Clip gezeigt habe, falls alles funktioniert hat. Ich hoffe es zumindest. So, ja, hier ist zum Beispiel der Drachenskin aus dem Fall Guys Pack. Und hier der Paladin-Skin, ja, natürlich alle noch ein Unterteil. Ich habe jetzt Lust, mit dem Paladin zu spielen. Alter, das sieht doch nice aus. Eigentlich nicht, aber es gibt keine bessere Kombination. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen und schaut euch die anderen Folge-Videos auf meinem Kanal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.